Der Morgen des 30. Pereine ist geprägt von besinnungsloser Furcht und lähmendem Schrecken. Jeras ist in der Nacht der Asche aufgebrochen gen Raya-Tempel. Als einziger ist dieser unbeschädigt und nicht einmal der Rosengarten wurde verheert. Von hier aus hast du dich den Aufräumarbeiten angeschlossen und den ganzen Tag gearbeitet. Menschen aus Trümmern gezogen, Schutt von den Straßen geräumt und dich um Verletzte gekümmert. Wunden werden verbunden, Kinder getröstet. Der Raya-Tempel dient nun als Ort der Zuflucht, die sorglosen Tage sind allerdings schon lange her. So wirkt es zumindest. Dass hier um euch herum einst Straßen und Häuserzüge standen, ist fast undenkbar. Grau in Grau, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Und während du dein Möglichstes tust, ringen deine Freunde um ihr Leben. Als die Stadt in der Nacht vom 29. auf den 30. Perrine erneut in Flammen stand und Erdbeben Garethheim suchten, habt ihr euch entschlossen, noch einmal die Feste vorzudringen. Leonardo kann euch berichten, dass der Splitter wohl noch in der Festung liegen muss. Durch die Brache von Fran, Horas und Victus seid ihr nun ins Innere, durch den Schlund geklettert und habt den Raum erreicht, die Prunkgemächer. Ein siebenstrahliger Raum, in dessen Mitte ihr nun schwebt. Die Schwerkraft ist chaotisch verzerrt. Und so beginnen wir. Tag der Furcht. So, wo ist jetzt das blöde Mistding? Wissen wir nicht. Wohin müssen wir denn? Wo ist denn überhaupt oben? Da ist oben. Da sind wir hergekommen, oder? Das ist ja gar nicht so einfach hier. Irgendwo da hinten, glaube ich. Oder? Keine Ahnung, könnt ihr das spüren? Ihr seid Magier. Könnt ihr das spüren? Ich fürchte nicht. Scheiße. Also wir fliegen also gerade in einem riesigen Raum. Wie groß ist der Raum, in dem wir sind? Der Raum hat die Größe von einer großen Empfangshalle, so möchtest du meinen, in das ihr gerade reingesprungen seid. Und wenn ihr euch ein bisschen in verschiedenen Richtungen bewegt, dann werdet ihr spüren, dass ihr immer nach unten gezogen werdet. Immer in die Mitte der Kammer. Das heißt, ihr könnt sowohl über euch den Sprungeingang entdecken, die aufgebrochenen Tore, als auch, wenn ihr euch in andere Richtung bewegt, über euch die siebeneckigen Kammern erkennen, die ihr ebenso über euch seht. Alles ist über euch. Alles. Es gibt nichts, was unter euch ist. Denn wenn ihr euch dreht oder nach unten schaut, dann ist es ein anderes unten. Die Räume, die siebenstrahlige Krone, könnte man fast sagen, in dem Eingangsbereich, in dem ihr euch gerade befindet, ist verziert. Die Tore, die vor euch liegen, eine bronzener Zierrahmen. Abelmir, du erkennst, dass auf ihnen nicht nur die Symbole der Erzdämonen, der siebenstrahligen Dämonenkrone zu erkennen ist, sondern auch eine Schrift in Aureliani. Hier ist eine alte Schrift. Sekunde. Ich probiere jetzt zu schweben, zu rudern mit den Armen. Wenn ihr euch hier bewegen wollt, dann brauche ich von euch, wenn ihr euch bewegen wollt, eine Fliegenprobe plus 7 minus die MR. Also die Magieresistenz könnt ihr von der 7 wieder abziehen. Also ich habe dann Magieresistenz 8. Heißt dann ist deine Fliegenprobe um 1 erleichtert. Sehr schön. Pinstein. Ja, du ruderst und versuchst dich wie beim Schwimmen zu bewegen und stellst fest, dass du immer wieder in die Mitte gezogen wirst und dann leicht gegen Ömer trudelst. Eine Sekunde, ich hatte dieses Levitationselixier vergessen. Da bekomme ich einen Bonus von 12, also müsste es reichen. Du stößt dich von Ömer ab und bist plötzlich ziemlich leicht und kannst dich dann an einem der Zierrahmen festhalten. Eine von den 7 Türen. Welche der Türen möchtest du denn haben? Ich würde erstmal probieren, diese Schrift zu entziffern. Mhm. Möchtest du auf Aureliani würfeln? Ja. Ich habe diese Sprache. Wo ist sie gerade? Und da. Sonstiges. Ah. Erschwert, erleichtert? Nee, ist eine ganz normale Aureliani-Probe. Geht nur darum, also identifizieren kannst du sie immer. Stockst ein bisschen bei der Übersetzung, aber es würde dir nach und nach gelingen. Ich probiere diese Sprache zu entziffern. Hier steht. Nun ja. Ich
weiß nicht, ob ich diesen Namen erwähnen sollte. Nun gut, ich werde es probieren, in Busparano und Gareti zu übersetzen und den Namen eines gewissen Erzdämons vermeiden. Ignis Niger Honore Habio, Ie, der Verderber der Elemente. Ich erweise der schwarzen Flamme die Ehre. Ie, der Herrscher der verdorbenen Elemente. Dies scheint ein, nun ja, der Raum zum Unheiligtum des Verderbers der Elemente zu sein. Nur zur Sicherheit. Steht über den anderen Türen etwas? Lasst mich einmal schauen. Ich probiere rüber zur nächsten Tür zu segeln. Stößt dich ab und kannst dann die verschiedenen anderen Sprachen und Schriften entziffern, die allesamt wohl Bekundungen sind. Bekundungen zu den Erzdämonen, die ebenso gepriesen werden. Dann nicht nur mit der schwarzen flüssigen Flamme, sondern ja mit ihren anderen Eigenschaften und ihren anderen Eigennamen, die dann hier ausgesprochen werden wollen. Dies scheinen die restlichen 6 Herrscher der Antidomänen zu sein, die Borbarat in seiner Krone trug. Nun, dann werden wir den Splitter, den wir suchen, wohl auch bei der Tür finden, die ihr zuerst übersetzt habt. Warnte uns nicht Leonardo vor bestimmten Fallen? Könnt ihr denn magisch irgendwas sehen? Irgendwelche Fallen? Wir könnten es probieren, allerdings sind magische Effekte hier oft verzerrt. Also es kann gut sein, dass wir kein akkurates Bild bekommen. Und meine Astralmacht ist erschöpft zurzeit. Naja, dann haben wir ja nur eine Option, die Türen zu öffnen, oder nicht? Aber sagte Leonardo nicht, dass wir zu den Prunkgemächern müssen? Ich denke ehrlich gesagt, dass hier die Prunkgemächer sind. Ich meine, seht euch hier mal um. Das sollen doch sieben Räume sein, die hier von einem Mittelpunkt ausgehen. Ich denke, wir stehen gerade an dem Mittelpunkt und das sind die 7 Räume. Ich denke nicht, dass wir stehen, aber ja. Fliegen, entschuldigt. Und sollten wir die Türe einfach öffnen, oder? Ich halte das für eine schlechte Idee. Schauen wir jetzt erstmal um, ob nicht ein anderer Zugang versteckt ist. Gibt's in dem Raum irgendwie, ich weiß nicht, Möbel? Nein, der Raum sieht auch nicht so aus, als ob er ehemals fürs Fliegen oder für Schweben ausgelegt ist. Er ist merkwürdig konstruiert, wie gesagt, siebenzackig, und über euch befindet sich dann der Eingang, der Ausgang, dahin, wo es zu den ehemaligen Treppen ging. Ihr könnt da auch noch die geborstenen Räume zum Herzen über euch erkennen, aber es sieht nicht so aus, als ob hier ehemals geflogen wurde. Nun, wenn wir nicht durch diese Tür wollen, können wir sicherlich vielleicht irgendwie einen Weg in seine Gemächer über den Thronsaal finden, falls die Herzkammer noch gangbar ist. Aber ansonsten müssen wir dort durch. Irgendwann versucht sich mal abzustoßen und zur Herzkammer zu fliegen, um sich irgendwie festzuhalten, um sich das Ganze anzuschauen. Ja, dann würfel auch du bitte mal eine Fliegenprobe, von dir habe ich noch keine bekommen, plus 7 minus MR. Dann hält man sich an irgendetwas fest, was bei der Herzkammer ist, und versucht einfach mal die Herzkammer zu betreten, so weit wie man kommt, beziehungsweise notfalls ja vielleicht 1-2 Steine wegzuziehen, wenn das überhaupt geht. Ja, also wenn du dich abstößt, weiß ich nicht, Isaron, die da gerade über dir rumschwebt, dann kannst du ihr irgendwo an der Hüfte abstoßen, trittst dann so ein bisschen nach oben, und wenn du dann nach oben geflogen bist, kannst du dich dann an dem Türrahmen festhalten und dich dann hochziehen, und wenn du dann hochgezogen bist und mit dem Oberkörper aus dem Raum heraus bist, kugelt sich so ein bisschen ab und rollst dann, liegst dann unten auf so einem Treppenabsatz, also da, wo es dann ja wieder die normale Schwerkraft gibt. Und du es dann ja neben dir sehen, wie da Iseron, Abelmir, Rafim ein bisschen über Kopf schweben. Aber hier hast du wieder ganz normale Schwerkraft. Das scheint sich also jetzt nur auf diese Eingangshalle zu beziehen. Also hier ist normaler Sumus-Griff.
da wo ich bin, hier bei der Herzkammer. Ich schau mal nach, ob es hier weiter überhaupt geht und immer will mal ein paar Schritte in die Herzkammer hinein machen. Ja, kannst du tun. Also die sieht weiterhin unverändert aus. Und der bist du ja auch gekommen. Achso, wir sind von der Herzkammer ausgekommen. Ja genau, ihr seid über diesen Abgrund, seid ihr dann durch einen Durchbruch in die Herzkammer hineingestiegen und dann durch die Herzkammer hindurch, habt euch da dann runter, ja, aufgrund der Berg ist ja gestürzt und jetzt nicht mehr gerade rechtwinklig, sondern steht jetzt als Splitter in der Brache. Dadurch kannst du auch noch sehen, wie da dieses Seil runterhängt, das ist also alles noch da. Von da seid ihr gekommen und dann bist du von der Herzkammer durch den Raum gesprungen in den Empfangsbereich. Ja, das heißt also, es gibt insgesamt 7, 8 Wege, wenn man da in dem Raum drin ist. Der einen Weg zurück und 7 zu den jeweiligen Türen. Genau. Ja, dann hüpfe ich wieder zurück. Dann war mir das nicht klar. Das habe ich nicht so interpretiert. Ich dachte, es gibt einen Weg zurück und einmal den Weg in die Herzkammer. Nee, genau. Also du kannst es dir vorstellen, wenn du dann irgendwo hier stehst, springst du dann in dieses, ich sag mal, Loch rein. Das ist kein Loch, sondern tatsächlich eine Pforte, eine Tür, ein Portal. Und wenn du dann da drin stehst, ist die Schwerkraft zentriert auf diesen Punkt. Du kannst dann nach oben über dir dann sehen, das Loch, wo du reingekommen bist. Und dann eben die 7 Türen, die von da aus abgehen, alle in die gleiche Richtung. Aber wie gesagt, wenn du dich in die Richtung drehst, ändert sich die Schwerkraft, sodass der Mittelpunkt immer unten ist. Ja, ich habe mich vertan, sagt er etwas, sich vor den Kopf hauend. Ich dachte, da wären wir nicht hergekommen, sondern, naja. Nee, wir müssen wohl eine dieser 7 Türen nehmen. Es gibt ja sonst keinen anderen Weg, ansonsten würden wir einfach wieder zurücklaufen. Können wir nicht zurücklaufen? Ja, aber da gibt es ja dann keine andere großartige Abzweigung mehr für uns, oder? Oder haben wir uns so sehr... Ich dachte, das wäre am Ende jetzt ein Weg gewesen. Das schien mir so, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Aber ich dachte, genau hier wollten wir hin. Deine Prunkemilcher. Eine 7 Kammern, die von einem zentralen Punkt ausgehen. Und das heißt nicht, dass es nicht mehr als einen Weg geben kann. Was mich halt wundert ist... Ja, aber wir sind doch in den Prunkemilchern. Das sind doch die 7 Kammern, wo das Ding sein soll. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Was mich wundert ist, dass es nicht eine Kammer gibt, die anscheinend ihm zugeordnet ist. Also entweder ihm selbst oder eben jetzt hier dem Herrn der Rache sozusagen. Ich bin mir jetzt reichlich sicher, dass es sicherlich einen Zugang von Galottas Privatgemächern ebenfalls in die Kammer mit dem Splitter gibt. Über welchen Splitter reden wir jetzt eigentlich? Wir reden über den Splitter vom Herrn der Rache, oder nicht? Nein. Vom Schänder der Elemente. Genau. Ah, okay, deswegen. Dann sollten wir doch in deine Kammer gehen. Hier, so wie Abel mir vorgelesen hat, da vorne die. Und immer zeigt auf das Symbol, beziehungsweise die Schriftzug hier. Und es geht darum, dass dies hier der offensichtlichste Weg ist und damit wohl auch der am besten gesicherte. Wir wissen nicht, was passiert, sobald wir diese Tür öffnen. Naja, die Festung ist auseinandergebrochen. Glaubt ihr wirklich noch, dass ihr dahin findet? Wir haben wohl keine Wahl. Also wir könnten es probieren und versuchen, dahin zu kommen, aber... Es könnte vielleicht sein, dass wir in jeder dieser Kammern, dass uns jeder dieser Kammern zum richtigen Ort führt. Überlegt mal, da wo wir jetzt sind, es gibt kein Unten, da wo wir jetzt sind. Und vielleicht ist das deswegen so gemacht worden, weil jede der Kammern auf eine unterschiedliche Art und Weise zu unserem Ziel führen könnte. Mit unterschiedlichen, naja, Fallen. So eine Art Götterprüfung, bloß pervertiert. Ja. Wer sich würdig erweist, erreicht den Splitter. Also das würde ich zumindest Galotta zutrauen, perfide wie er ist und intelligent. Wenn ich mich so umblicke, denke ich eher, dass er die Ambition hatte, die anderen Splitter der Dämonenkrone einzusammeln. Und vorsorglich hat ein bisschen Schreiner einrichten lassen. Auch möglich, aber das würde ja wiederum für die von Abel mir genannte Tür sprechen. In der Tat. Und das würde erklären, warum es keinen des, ihr wisst schon wem, hier gibt. Es hilft nichts. Öffnen wir die Tür. Aber sollten wir nicht vorher einen von diesen magischen Schilddings benutzen? Sind immer sehr gut, wenn irgendwas Magisches kommt. Ja, aber doch, die Herren Magister denken daran. Ich fürchte, wie gesagt, meine astrale Macht ist erschöpft zur Zeit. Ich werde es versuchen. Aber wie gesagt, es
passieren manchmal seltsame Effekte. Ich habe volles Vertrauen in euch. Hoffen wir, dass ihr nicht viel mehr eurer Zauberkraft aufwenden müsst. Und wir bald am Spieler sind. Gut, ich lasse mir Zeit und ein Schild gegen Dämonen. Ich mache jetzt mal einfach eine Kuppel. Wer kämpfen will, muss eben rausrennen. Oh, scrollen. Das ist zumindest gelungen und du darfst 2W6 würfeln für den ersten Effekt. Achso, ist eigentlich noch einer mehr. Ich hatte jetzt meinen Modifier nicht drin, egal. Sieben hatten wir denn schon. Kostet dich zusätzlich 1W3 Lebenspunkte. Also 1W6 halbieren. Das hatten wir noch nicht. Das hatten wir noch nicht. Sind nur einen Lebenspunkt, der dir durch die astrale Matrix gesogen wird. Und du siehst, wie sich ein blutroter Schild aufspannt, der nicht unsichtbar wird, sondern weiter mit deinem Blut gefärbt ist. Eine Kuppel, die gegen Dämonen schützt. Ja, so soll das eigentlich nicht aussehen, aber es scheint wohl irgendwie zu funktionieren. Bevor wir diese Tür da jetzt öffnen, hat noch irgendjemand etwas für die Heilung? Weil ich bin wirklich schwer angeschlagen. Und wenn jetzt ein Dämon durch diese Tür bricht, sehe ich meine Chancen eher schlecht als recht. Immer gerade mal in seinem Rucksack und reicht dir einen Heiltrank oder einen Fiole oder hier, einen Heiltrank. Vielen Dank, jetzt schulde ich dir schon 2. Behalt das im Kopf, ich vergesse das. Was hat der für einen Effekt? Der wird dich heilen, wenn du ihn trinkst. Sehr gut. 2W6 plus 4, also ein C-Trank, genau. Sehr gut. Das reicht für eine Wunde, Gott sei Dank. Genau, dann merkst du, dass sich mit einem Knacken dein Bein wieder schließt, was ebenfalls gebrochen war. Immer schaut mal, hast du ein bisschen Nebenwirkungen? Lass mal schauen, ob deine Wunde irgendwie ganz normal verheilt. Bewege ich mal mein Bein rauf und runter. Oh, scheint wohl. So, jetzt lass mich mal versuchen, da an die Tür ranzukommen. Diese Runde bemerkst, wie auf der Rückseite, denn es gibt immer ein unten, irgendetwas sich gegen den Schild brennt. Und ihr angegriffen werdet. Wir schauen einfach mal auf den Raya-Tempel. Da hat sich Kiaras die ganzen Tage über, beziehungsweise den Tag, die vielen Stunden über zurückgezogen, hat den kranken, verwundeten zugehört, Kinder getröstet und bei den Aufräumarbeiten geholfen. Und jetzt sitzt du gerade ziemlich erschöpft in einer Horde von Verletzten, kannst ihnen dann ein bisschen Suppe ausschenken und blickst dich so ein bisschen im Tempel um. Hast du irgendein hehres Ziel? Deine Freunde hast du jetzt schon ungefähr einen Tag nicht gesehen, hat es sich dann dazu entschlossen, dass du dann hier bist und dann hier weiterhelfen kannst. Wie soll es weitergehen? Nun, ich denke, dass ich durchaus im Sinne meiner Göttin handle, wenn ich hier im Tempel Stellung halte und den Menschen helfe. Aber ich weiß nicht, ob ich genug tue, ob wir nicht weiter in Trümmern in die Stadt vordringen können, um noch mehr Leuten zu helfen. Wer weiß, wie viele, noch Hilfe brauchen. Es könnte sich lohnen, die anderen Tempel aufzusuchen, um eine Verbindung mit denen herzustellen, zu schauen, wie die Lage anderswo in der Stadt ist. Vielleicht kann ich Hilfskräfte finden, die gerade frei sind oder nicht so viel zu tun haben. Ja. Ja, und so möchtest du aufbrechen, putzt dir nochmal deine Asche und graue Robe jetzt ab, die da so ein bisschen runterbröckelt. Der ganze Schmutz, der ganze Staub, so ein bisschen zerrissen ist die Robe auch, aber dafür hast du eigentlich gar keine Zeit, das jetzt zu flicken, ist auch gar nicht so wichtig. Und kannst du mal eine sinnenschärfe Probe auf Hören machen, während du dann gerade rausgehst und auf das übrig gebliebene Gareth blickst, die Trümmer. Deine Ohren zucken in eine Richtung. Du kannst erkennen, wie gerade draußen im Rosengarten noch ein paar Kinder sitzen, die nicht unbedingt blutig sind, aber ziemlich staubig, haben ebenso dann geholfen, nach Kräften, wie sie konnten,
So um die 8, 10, 12 Jahre alt werden sie wohl sein. Und vor ihnen kannst du dann eine Zelotin erkennen, eine Laienpredigerin, die hier gerade steht und predigt wieder über die 8 Märtyrer der Stadt. Geht wohl gerade wieder um die heilige Doredania. Also, es freut mich natürlich zu sehen, dass auch die Kinder fleißig sind. Und vielleicht keine schlechte Idee, wieder über die Moral der Leute, die ihn glauben, zu stärken. Ich blicke noch eine Weile dort hinüber, aber nein, ich kann die Zeit nicht weiter verschwenden. Ich breche dann auf. Gut, es gibt viel zu tun. Brichst du auf und hast du bestimmte Sachen? Du möchtest jetzt zu einem der Tempel. Pentagon-Tempel steht noch, den hattest du erblickt. Da hatte dann wohl auch Abelmir, hatte dich dann bis dahin begleitet, ist da dann abgebogen und wollte dann mit dem Hochgeweihten sprechen. Ich denke, ich möchte als erstes weiter in den Norden der Stadt zum Effer-Tempel, um zu sehen, wie es dort aussieht. Im Norden sollte ja nicht ganz so viel Vernichtung sein. Nun, abgesehen vielleicht von der Kaserne. Genau. Ja, so kannst du in Richtung Norden abbiegen. Siehst da natürlich viele verheerte Gebäude, Trümmerteile, die auf der Straße liegen, runtergebrochen, die Ziegel, die dann von dem niederhöllischen Griff vom Wind dann ja entblättert worden sind, beziehungsweise dann eben runtergeweht sind auf die Straße. Aber ja, jetzt wo 24 Stunden ins Land gezogen sind, kannst du dann zum Effert-Tempel hingehen. Siehst, wie er ja eingebrochen sind, also die ein oder andere Säule, die da jetzt gerade in das Wasserbecken reingefallen ist. Er ist immer, also er ist wohl noch benutzbar, das kannst du auf alle Fälle erkennen, aber die Wasserversorgung sieht da wohl gerade knapp aus. Du kannst auch erkennen, wie wohl der Boden an einer Stelle aufgerissen ist und der Fluss da ins Innere mündet, ins Innere der Stadt und tropft da wohl noch so ein bisschen vielleicht in die Kanalisation oder sowas. Verstehe. Nun, scheinbar wurden sie auch hier getroffen. Ich mache mich sofort auf die Suche nach einem Geweihten oder jemand, der hier offensichtlich das Sagen hat. Ja, du kannst dann das Innere betreten. Ja, eigentlich Pflege der Brunnen und die Wasserversorgung als Aufgabe und triffst dann da auf den Vorsteher der Kirche, einen gewissen Elidan Brunnenmann. Oh, Erfurt zum Gruß, Ihre Gnaden. Wie kann ich euch helfen? Ach, zum Gruß, mein Bruder. Ich habe bereits gehört, dass der Tempel der Rosen gut gelitten ist. Dass es dort viele, viele gibt, wohin man sich zurückziehen kann. Ei? Ach, genau. Solltet ihr Verletzte haben, solltet ihr Hilfe brauchen, ist das der Ort, an den ihr gehen solltet. Gut, ich habe bisher wenig Überblick. Ich weiß nur, dass wir den Fex-Tempel verloren haben, den Tempel von Handel und Wandel. Er ist komplett vernichtet. Einige Leute haben sich bereits hier in diesen Tempel zurückgezogen, aber nun gut. Wir werden die Stadt wieder aufbauen. Bei Erfahrt. Ja, das werden wir. Braucht ihr Hilfe? Wenig, wenig. Wir hatten hier noch lange Zeit die Alchemisten, aber als dann die Kämpfe losgingen, haben sie die Kessel einfach stehen lassen. Die stehen wohl immer noch irgendwo in Nadesham im Kaiser-Rauel-Park, aber der ist wohl auch. Da gab es auch wohl einige schwere Kämpfe. Ich habe noch gesehen, wie irgendein Luftschiff runtergegangen ist, aber der Staub hat den Rest verschluckt. Ich verstehe. Wir sind gerade dabei, die Wege, die Trümmerteile wegzuräumen. Vor allem, damit man das Romulyser Tor wieder benutzen kann. Badeweg und Meilersgrund, denen geht's wohl gut, habe ich gehört. Da habe ich mittlerweile auch schon den einen oder anderen dann herbringen lassen. Eine gute Idee. Konzentriert euch darauf, wir brauchen so viele Hilfskräfte wie möglich. Wer weiß, wie viele Leute noch unter den Trümmern versteckt oder begraben sind. Alles klar. Oben in der Kaiser-Reto-Kaserne, da ist wohl ein Drache bekriegt worden. Habe ich zumindest gehört. Ja, ich war dabei. Er war dabei. Der ist zumindest gerade am Faulen und gräbt sich da in die Erde, aber wir haben, glaube ich, immer noch andere Probleme. Aber das ist zumindest etwas, was man später noch angehen sollte. Warnt die Leute, sie sollen nicht zu nah an diesen Kadaver herangehen, vor allem ihn nicht berühren. Das Blut ist krankheitserregend. Ja, alles klar. Alles von ihm ist krankheitserregend. Ich werde daran denken und jemanden schicken, der dann etwas absperrt.
Eine gute Idee. Schwarze, rußgeschwärzte Trümmer und Ruinen. Beängstigend leer. Habt ihr etwas von anderen Teilen der Stadt gehört? Wir haben wohl noch von einigen kleinen Bodenjungen gehört, dass der Ingrim-Tempel mittlerweile komplett eingestürzt ist. Vom Tsar-Tempel gibt es auch keine weiteren Informationen, aber es gibt wohl eine Sammelstelle an der alten Residenz, habe ich mir sagen lassen. Dort sammeln sie wohl einige der Überlebenden. Verstehe, gut, dann sollte das wohl mein nächstes Ziel sein. Ihr leistet hier gute Arbeit. Und solltet ihr Hilfe brauchen, geht zum Tempel. Ich werde bald zurück sein. Ja, alles klar. Er fährt mit euch. Und Raya. Und mit euch. Und so kletterst du wieder über die Ruinen und Trümmer. Wir machen weiter. Im Chaosstern. Es riecht ein bisschen nach menschlichem Fleisch, was zu lange erwärmt worden ist, und das Blut auf der einen Seite des Guardianum-Schildes fängt an zu kochen. Was ist denn das? Ich schaue mich mal um. Was ist was? Irgendwas ist da an dem Schild. Irgendwas ist da dran. Wo, Magistra? Na, da zu meinen Füßen. Ja, nicht lange gefackelt, steche ihn mal hin. Ja, passiert nichts. Ja doch, ihr könnt sehen, wie auf der einen Seite der blutige Schild von ihr blubbert. Wie gesagt, mit der roten Blutfarbe bedeckt, überzogen das Schild, sodass ihr den Angriff alle sehen könnt. Wenn dort unten etwas Unsichtbares ist, mal gestern, dann treffe ich es nicht. Ich wedel noch ein bisschen mit dem Schwert durch den Schild. Vielleicht ist das aber auch nur eine von diesen komischen Umweltmagien, also... Vielleicht ist dort ein Element, Luft vielleicht, das irgendwas Seltsames macht. Vielleicht sollten wir einfach nicht hier bleiben und uns fortbewegen. Ich stimme zu, gehen wir. Fliegen wir los. Auf drei? Drei, zwei, eins, los! Kommen jetzt die Fliegenproben. Ja, wo wollt ihr denn hin? In Richtung des Tors von Agrimod, ja? Ja. Ist verschlossen. Ja, natürlich ist es verschlossen. Das sind Türen, die sind geschlossen. Dann Schloss dran? Nein, das sind große Portale aus Bronze mit dieser aurelianischen Schrift. Und ich nehme an, man muss sein. Etwas sagen? Vielleicht muss man diese Lobpreisung, die da oben dran steht, aussprechen. Aber mir, ihr könnt doch diese Sprache. Wollt ihr wirklich, dass ich in dieser Umgebung den Herrn der Elemente preise? Und ich will prinzipiell nicht, dass ihr ihn preist. Allerdings ist diese Umgebung wohl noch die bequemste, in der ihr dies tun könnt. Oder versucht es doch einmal auf Aureliani mit dem Wort öffnet. Das probiere ich mal. Muss ich jetzt würfeln dafür, oder? Nee, musst du nicht würfeln. Öffne dich. Was passiert? Aureliani. Denke nicht, dass das so funktioniert.